Meine Damen und Herren, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur virtuellen Filmreihe des Alexander Brückner Zentrums. Mein Name ist Johann Wiede, ich bin Koordinator des Alexander Brückner Zentrums Jena. Neben mir im Split Screen Thomas Schmidt, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Slawistik und Kaukasusstudien in Jena. Wir haben uns angesichts der Situation überlegt, da wir jetzt wie in den letzten Jahren leider nicht im Kino am Markt in Jena unsere schöne Filmreihe verfolgen können, Ihnen Filme auf unserem neuen Kanal auf YouTube anzubieten, wo wir nach und nach auf Filme, die lizenzfrei angeboten werden, aus Polen, über Polen anbieten und diese kompetent wie gewohnt einführen, mit Ihnen in Diskussion kommen, was wir auch dann jetzt nach dieser Premiere und nach der Einführung, wo wir den ja, circa 35-minütigen Film angucken. Auch gerne noch über den Chat ja, mit Ihnen in Verbindung treten können. Stellen Sie auch auf dem YouTube-Kanal unter dem Video Fragen an uns, die wir im Anschluss gerne beantworten. Kommentieren Sie den Film. Ist natürlich auch dann im Anschluss unter der Facebook-Ankündigung möglich. Wir freuen uns, ja, dass es uns wenigstens mit dieser Ausweichmöglichkeit gelungen ist, auf einige interessante polnische Kurzfilme und Filme hinzuweisen. Seien Sie gespannt in den nächsten Wochen und Monaten, was wir noch für Sie vorbereitet haben. Jetzt zum Anfang möchte ich erstmal dich, Thomas, fragen. Du hast auf den Film hingewiesen. Du wolltest ihn schon lange zeigen. Wszystko może się przytrafić, alles kann passieren. Warum ist es so? Warum ist dieser Film, der jetzt genau vor 25 Jahren im Mai 1995 gezeigt wurde und auch ja, von Anfang an als ein sehr besonderer Film wahrgenommen wurde, was macht ihn in deinen Augen so besonders? Oder kannst du erst mal ja, ein paar einleitende Worte sagen, die, ja, die über die Filmbeschreibung hinausgehen? Ich denke, einige Leute werden ihn auch jetzt schon vor der Premiere gesehen haben. Es ist ein frei zugänglicher YouTube-Film. Einige mögen ihn auch kennen, da er durchaus auch Bekanntheit über Polen hinaus bekommen hat. Aber ja, was ist eigentlich die Quintessenz? Ja, also auch ich grüße alle an den Empfangsgeräten zu Hause, in den Parks, passend zum Film. Vielleicht sitzt jemand im Park und schaut sich den Ja. Film im Park an. Ich habe überlegt, welchen Film könnte man in der Corona-Krise zeigen, ganz weit weg von irgendwelcher Corona-Ästhetik oder Corona-Kunst. Dieses Wort macht auch schon die Runde. Habe dabei gedacht, dass es in der Corona-Krise so einige Themen zusammenkommen. Es geht irgendwie auch um Solidarität der jüngeren Generation mit der älteren Generation. Ausgangsbeschränkungen. Viele Menschen sind bei gutem Wetter dann im Park. Speziell in Jena sind Parkbänke ein besonderes Thema gewesen. Das Sitzen darauf war nämlich eine Zeit lang verboten, bis man das Verbot wieder zurücknahm und ab dann durfte man wieder auf Bänken sitzen, natürlich im richtigen Abstand zueinander. Und das waren so ein bisschen so thematische Anknüpfungspunkte zu einem Film, den ich persönlich sehr, sehr mag, ihn eigentlich ganz toll finde. Wie du schon sagtest, eingangs ein sehr erfolgreicher Film von Marcel Ozinski, der Regisseur und
vielleicht, ja, wahrscheinlich einer der international erfolgreichsten Dokumentaristen Polens. Er selbst ist Absolvent der Regieabteilung der bekannten Filmschule in Łódź, macht seit den 70er Jahren Dokumentarfilme in Zusammenarbeit mit dem Filmstudio X von Andrzej Wajda, sozusagen die Wiege des Kinos der moralischen Unruhe, und ist tatsächlich weiterhin auch tätig an der privaten Andrzej Wajda School, leitet nämlich dort die Dokumentarfilmklasse in Warschau. Hat einige sehr wichtige Dokumentarfilme gemacht. Vielleicht einer der bekanntesten ist 89 mm, wie heißt jetzt auf Polnisch? Von Europa auf Deutsch, 93, für den er einige Preise bekommen hat, unter anderem auch eine Oscar-Nominierung. Ich werde nachher noch kurz darauf zu sprechen kommen. Der Film, den wir heute zeigen, Wszystko może się przytrafić, zu Deutsch Alles kann passieren, aus dem Jahre 95, auch ein sehr erfolgreicher Film, mehrere Preise bekommen in Deutschland, in San Francisco, in Tokio. Und 2016 belegte dieser Film in einem Online-Publikumsauswahl, die stattfand, wurde er prämiert als der beste polnische Dokumentarfilm aller Zeiten. Okay. Zum Film selbst, eigentlich ja, ein essayhafter, vielleicht leichter und doch schwerer zugleich Film, in dem eigentlich der neunjährige Tomek, der Sohn von Marcel Wojcinski, durch den Wojcinki-Park, Sechsjährige, oder? Sechsjährige, ja, durch den Wojcinki-Park in Warschau geschickt wird und nach und nach die älteren Parkbesucher, die auf den Bänken sitzen, mit scheinbar einfachen, naiven, neugierigen Fragen konfrontiert. Und diese älteren Herrschaften erzählen ihm von ihrem Leben, von Leben, Tod, Vergänglichkeit. Und es ist so eine gewisse Spannung in dem Film. Der kleine Junge, der im positiven Sinne naiv ist, sie ist neugierig und offen, der gerade sozusagen das Abenteuer des Lebens beginnt, und bekommt Erklärungen oder die Geschichten erzählt von den älteren Leuten, die im Leben ganz woanders stehen, kurz vor dem Ende, so muss man es ja sagen. Und so ist ein Film entstanden über Hoffnung, Melancholie, Leben, Tod und das, worauf es im Leben ankommt. Vielleicht so viel. Da kann ich eigentlich anknüpfen. Also es ist, ohne schon viel vorwegnehmen zu wollen, ist es ja eine ziemliche Zauberwelt im Grunde. Ich finde das auch filmästhetisch ziemlich interessant. Die haben da diesen Jungen, der auf dem Roller fährt und immer zu den verschiedenen Stationen, zu den verschiedenen Bänken und den Einzelpersonen oder den Paaren fährt, um ja dann relativ ungeniert Fragen zu stellen, aber auch tatsächlich richtig in Interaktion zu treten und auch Ratschläge zu geben, ne? Da wiederum klingt ja auch dieses Alles kann passieren an. Also er versucht gleichzeitig auch aus seiner kindlichen, naiven, aber doch in vielen Fällen auch sehr, sehr, sehr rationalen Sicht, ja, da ein Gespräch aufzubauen und ja, seine Sicht, dass alles noch offen steht, gleichzeitig den anderen auch zu vermitteln, weil er ist da ziemlich häufig auch mit einer abgeklärten, manchmal auch resignativen, manchmal auch melancholischen Sicht der Alten zu tun hat. Würdest du mir da recht geben? Ja, ich würde dir zustimmen. Ich würde gerne noch auf einen Aspekt verweisen, der die Machart des Films auch ein bisschen
auf die eingeht. Der Film wirkt unbeschwert, leicht. Die grüne Farbe des Parks, das Leben dominiert. Tatsächlich sind in den Aufnahmen insgesamt, ich glaube, 25 Stunden Gesprächsaufnahmen entstanden. Und die sind auf 40 Minuten geschnitten worden. Das war eine große Arbeit, den auf 40 Minuten zu schneiden. Es gab 21 Schnittversionen dieses Films. Und was das Besondere ausmacht, ist, erfolgt, wenn man den Film ein paar Mal gesehen hat oder sich den genauer anschaut, einer gewissen Dramaturgie. Er ist nämlich so geschnitten, dass Tomek, der kleine Junge, immer etwas aufschnappt, was er dann wieder bei anderen Parkbesuchern dann von sich gibt. Es ist sozusagen, wenn man so will, ein bisschen überspitzt gesagt, so eine beschleunigte, so ein Schnellkurs in was wirklich im Leben wichtig ist. Also in gewisser Weise in der Literatur würde man sagen, ein Bildungsroman vielleicht. Und das spielt auch mit rein, also wie er interagiert, aber er bleibt natürlich das unbeschwerte, naive Kind, das von vielen gesellschaftlichen Konventionen frei ist, noch frei ist und an eine wundersame Welt glaubt. Und das bleibt er auch bis zum Schluss natürlich. Wobei ich die Spannung ziemlich interessant finde. Also ich bin ungefähr der Jahrgang des Jungen. Also ich konnte mich auch so von der kleinen und Mitte der 90er sehr mit dem kleinen Jungen identifizieren und fand ihn vielfach auch sehr mit sehr großem Weltwissen ausgestattet, sehr rational. Daneben aber auch immer wieder diese vermeintlich irrationale Seite, diese Fantasieseite, die vielleicht auch nur so die andere Seite der Rationalität, der Vernunft darstellt. Also es ist so eine sehr interessante Spannung, die aber, wie du sagst, ja durch diese völlige Natürlichkeit wiederum gebrochen wird. Wie schafft es Marcel Wyszynski, diese Ästhetik aufrechtzuerhalten? Du hast wirklich das Gefühl, dass die Kamera eigentlich dem Jungen nur beim Spielen zuschaut. Und gerade die Schnitte sind auch sehr kunstvoll gesetzt, sodass dass es wirkt, als ob der Film in einem oder vielleicht zwei, drei Takes im Laufe eines Tages gedreht wurde. Ja, das ist diese liebevolle Ästhetik und zugleich auch Intimität. Ich finde, das ist auch ein passendes Wort. Es herrscht eine Intimität und das ist das, was sich viele Dokumentaristen dann eben wünschen, versuchen zu provozieren. Und scheint mir hier im besten Fall gelungen zu sein. Tomek ist mit Mikrofonen ausgestattet. Die Kameras sind ganz weit weg. Die Parkbesucher wissen nicht, dass sie gefilmt werden. Das erfahren sie, haben sie immer jeweils nach dem Take erfahren. Und Tomek, wie er später in Interviews zugegeben hat, hat selbst als Kind völlig vergessen, dass da überhaupt eine Kamera läuft. Also das heißt, dadurch hat man es geschafft, dass er möglichst also sehr natürlich ist und von sich aus charakterlich ist er wohl ein sehr neugieriger und offener Junge gewesen. Und er musste sozusagen nur vom Vater überredet werden, sich auf dieses Spiel einzulassen. Da Über gibt mehrere Tage, ne? über mehrere Tage, da musste er nicht in den Kindergarten gehen. Das war schon mal ein großer Bonus, dass er da mitspielt. Nach ein, zwei Tagen hatte er keine Lust mehr. Dann wurde ihm das Kamerateam ein Eis gekauft. Später bekommt er auch ein Fahrrad geschenkt. Wer den Film kennt, der weiß, es spielt auch eine gewisse Rolle. An einer Stelle sagt er, dass er gar kein Fahrrad habe, um ihn bei Laune zu halten. Und tatsächlich gibt es einen Moment, da möchte er nicht mehr mitmachen, hat keine Lust mehr. Und sein Vater diskutiert mit ihm hart. Und er ist wütend auf seinen Vater und sagt, ohne mich
Hättest du die Oscar-Nominierung für Archimedes und 70 Millimeter of Europa nicht bekommen, weil er dort selbst auch eine ganz, ganz kleine Rolle spielt. Also solche Geschütze werden da aufgefahren und trotzdem hat er es geschafft, die Natürlichkeit des Jungen so einzufangen. Genau. Noch ganz kurz zum Hintergrund des Filmes. Die Wyszynskis sind ja auch eine sehr künstlerisch aktive Familie. Der Film selbst ist ja auch wiederum dem Vater des Regisseurs, Marcel Wyszynski, gewidmet. Was würdest du sagen? Ja, wird da, du hattest es am Anfang kurz angesprochen, auch für ein Generationenbild geliefert in Polen der Transformationszeit in den 90er Jahren. Ja, also zum einen glaube ich, dass der Film auf eine universelle Art und Weise vielleicht über Generationenbeziehungen spricht. Es hat sozusagen im Film gibt es drei Generationen mindestens, die da in Kontakt treten. Der Film ist dem Vater von Marcel Wojcinski gewidmet. Das heißt, der Vater, der Regisseur ist selbst eigentlich Sohn und betrachtet seinen Sohn wieder durch die Kamera. Also da hat man sozusagen so ein Dreieck, oder nicht ein Dreieck, aber drei Generationen. Und Tomek unterhält sich eben mit der älteren Generation. Und zugleich hat er natürlich auch einen Zeitstempel auf. Also ich denke da an du hast es ja die Kleidung der 90er Jahre erwähnt. Dieser Roller, wie er so, ist auch sicherlich ein Zeitstempel. Hat einen Zeitstempel. Zugleich, also viel deutlicher vielleicht noch, ist die natürlich fast alle Parkbesucher erzählen, wenn sie über ihr Leben erzählen, vom Krieg, vom Zweiten Weltkrieg. Einer sogar hat auch den Ersten Weltkrieg noch miterlebt. Und wie antwortet darauf die ganz junge Generation? Er erzählt von einem Computerspiel, wo er mit dem Hubschrauber auf Soldaten schießen muss und manche verstecken sich im Gebüsch und so weiter. Und die Älteren wünschen ihm, dass er diese Erfahrung, dass es in Zukunft keine Kriege mehr geben wird und dass er die Kriegserfahrung nicht machen wird. Man darf nicht vergessen, es spielt in Warschau, also Warschau, Okkupationszeit, Zweiter Weltkrieg ist für diese Generation, die da befragt wird, natürlich das zentrale Lebens oder ein großes Lebensereignis, das ganz klar zur Sprache kommt. Neben natürlich nochmal der kommunistischen Zeit und der Zeit des Staatssozialismus im Anschluss, ne? Also der Film hätte 7 Jahre vorher vielleicht auch noch nicht auf die Art und Weise gedreht werden können. Insofern zeugt es vielleicht auch von einer gewissen Aufbruchsstimmung einer neuen Generation. Ja, alles kann passieren. Ja. Und die anschließend eine Generation später können jetzt auch noch mal mit einem ganz anderen Blick auf den Film schauen. Ich lade Sie herzlich ein, jetzt die nächsten 40 Minuten ja mit uns den Film auf YouTube, auch unserem neuen YouTube-Kanal anzuschauen, wo wir dann auch in den nächsten Wochen andere Filme, die wir auswählen und kuratieren, sehen werden. Ich würde mich freuen, wenn du, Thomas, auch wieder mit dabei wärst. Und stellen Sie uns gerne Fragen über den Chat und geben Sie uns Rückmeldungen, wie Sie dieses Format finden. Ja, bleiben Bis Sie zum nächsten gesund. Mal. Bis zum Genau. nächsten Mal. Schön, dass Sie dabei sind und bleiben Sie gesund. Das ist aber schön, ja.